Die Playoffs für die EPL Season 20 fangen diesen Dienstag an um 13 Uhr und da machen wir natürlich eine kleine, feine, wunderbare Fantasy League. Wir steigen da mal ein. So sieht der ganze Bums aus. Turnierbaum steht schon. Es ist bestückt bis zum Gehtnichtmehr mit hochkarätigen Teams. Natürlich reichen von Vitality, die schon in den Quarterfinals sind, bis hin zu FaZe, die in der ersten Runde der Playoffs sind. Wir müssen da so ein bisschen durchmanövrieren, aber es ist geil. Wir hatten innerhalb der Season, jetzt innerhalb der Vorbereitung auf die Playoffs der Gruppenphase, hatten wir schon einige Matches. Wir hatten unter anderem das längste Match in CS2 mit Fnatic gegen M80, meines Wissens nach, was gefühlt 35, 37 ausging. Ich bin mir gerade über den genauen Score gar nicht mehr so sicher. Es war lächerlich. Es war lächerlich. Erste Map von einem BO auf 3. Die haben eine Break gemacht, um pinkeln zu können. Muss was heißen. Meine Lieben, wir haben hier geile Matchups. Angefangen natürlich direkt Big gegen Mongols. Ein Herz muss gebrochen werden. Leute, es ist furchtbar. Virtus Pro, Heroic, Face, Complexity, Spirit, Furia. Unsere Aufgabe bei der Fantasy League ist es, sich erstmal einen wunderschönen Namen rauszusuchen und dann sich mit einem Budget von 1 Million $ ein Team zusammenzustellen. Bestehend aus Spielern, die noch jetzt hier vorhanden sind. Wir haben natürlich Navi. Wir können einmal kurz gucken, Navi ist ebenfalls im Quarterfinal zusammen mit G2 M80. Das, meine Lieben, sehr stark, feiere ich. Liquid weit vorne. Es wird sehr interessant. Wir haben hier einfach richtig geile Matchups. Wir haben hier Counter-Strike auf dem höchsten Niveau. Und auch, würde ich mal behaupten, so ein bisschen die Unterstreichung, dass Tier 2 sich Tier 1 annähert mit unfassbar hoher Geschwindigkeit. Das ist geil. Das ist schick und das ist schön. Dementsprechend hier die Aufgabe, sich ein paar Leute zusammenzustellen. Es wird äußerst interessant. Gucken wir mal. Spirit ist ja aktuell sowieso im freien Fall. FaZe ist halt eben erst in der Runde 1, nicht wahr? Das heißt, wenn die ballern, dann ballern die richtig. Die haben Runde 1, Runde 2, Quarterfinal, Semi Grand. Potenzielle 5 Matches, die da vor sich haben. Und dementsprechend Möglichkeiten. Möglichkeiten. Also guck mal, wie ich hier rangehe. Wir haben hier 4 verschiedene Stränge. Und ich habe jetzt Navi, ich habe FaZe. Ich bräuchte theoretisch noch M80. Zinn bin ich ja kleiner Fan. Also ein kleiner. Kleiner. Vitality. Und dann könnte man theoretisch noch gucken mit Big oder Mongols, weil die so ein bisschen fürs Herz spielen. Das heißt, wir nehmen hier Wonderful raus, haben dann Alexi B, Navi, Vitality, FaZe, M80 und noch einen von Big oder Mongols. Wobei Big oder Mongols halt auch nicht so smart ist, wenn man ganz ehrlich ist. Weil die spielen gegen Eternal Fire. Und selbst dann spielen sie direkt gegen Vitality. Das ist, also, es sollte eigentlich Schluss sein bei den Quarterfinals. Wir haben hier vielleicht 2 gute Games. 1, 2, 3. Oh, 3 gute Games. Das ist eigentlich ein ganz guter Call. Ich sag, Mongols kann gegen Big gewinnen und die können auch gegen Eternal Fire gewinnen. Deswegen nehme ich Mongols mit rein. Und zwar mit einem absolut reinen Gewissen. 9-10, aktueller Baller. Und dann haben wir jetzt noch 194. Was habe ich gesagt? Ich hätte gerne noch was? M80. Wo sind sie, die guten Herzen? Oder Big, aber naja. Dann, ja, sind wir bei Lake, wa? Wow. Punktlandung, meine Lieben. Und damit haben wir Navi, Vitality, FaZe, Mongols, M80. Das ist Mongols, Vitality, M80, FaZe, Navi. Glaube ich, ist ein ganz guter Call. FaZe, es ist jetzt so ein bisschen der Gamble, nicht wahr? Denn FaZe ist aktuell in einem ziemlichen Loch. Aber potenziell, wenn sie gegen Complexity gewinnen, können sie auch gegen Liquid gewinnen. G2 wird schwierig, das sehe ich ein. Aber G2 sehe ich jetzt nicht so weit vorne. Die haben vielleicht ein gutes Game oder ein Game im Quarterfinal, kommen vielleicht in Semi und dann werden sie höchstwahrscheinlich von Navi weggebumst. So meine Theorie. Und Navi sollte genauso wie Vitality eigentlich Anwärter auf Final sein. Dementsprechend so ein bisschen gucken. Nimm mit FaZe so die Hoffnung, dass die wirklich ein bisschen durchkommen. Dass die 1, 2, 3, 4 Matches vielleicht haben. Das wäre hart. Und Rain theoretisch eher ein Performer. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir nehmen das mit. Auf geht's, ab geht's. Lapirus Feinstes. Und dann bekommen die natürlich alle eine Rolle. Bin mir gerade sehr unsicher. Problem ist halt auch, muss man fairerweise sagen, mit Navi und Vitality und auch M80, die spielen halt erst freitags und donnerstags. Das heißt, da haben wir ein bisschen Zeit im Lande. Ich habe keine dedizierte AWP. Das könnte eigentlich 9-10 werden, ne? Dann machen wir das. Headshot-Maschine ist Rain mit auch der höchsten Percentage. Das ist, glaube ich, ganz okay. Entry ist Lake. Achso, nee, ist eben nicht mehr, ne? Machen wir das so. Okay, ich glaube, das ist Lapirus Feinstes. Ich glaube, besser wird's nicht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir unten noch Booster, die wir reinballern können für jeweils ein Match.
können wir gucken, dass wir uns noch Bonuspunkte abholen. Das ist so die Idee dahinter. Zu gewinnen, meine Lieben, zu gewinnen gibt es einen 10-Euro-Gutschein bei unserem lieben Joni. Bei dem kann sich der Gewinner oder wird sich der Gewinner melden. Und er kriegt dann, hat er dann freie Verfügung. 10 Euro und kann sich davon einen Skin holen, den er möchte. Ist, glaube ich, eine ganz geile Idee. Nicht zu sagen, wir verlosen einen festen Skin und dann mag man den Skin nicht, sondern für einen Zehner könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Finde ich eine geile Idee. Meine Lieben, Link ist in der Beschreibung. Fantasy League. Ballert rein. Auf ein gutes. Adios und schön mit Öl.